Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Heute haben wir wieder einiges vor. Erstmal hier ein bisschen Ordnung schaffen, auch in unserem Inventar. Vielleicht eine Blockhütte bauen, ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall so langsam mal ernstzunehmende Drohnen und nicht nur diesen kleines Aufbewahrungsmöglichkeiten, die wir bis jetzt hatten. Deswegen hoffe ich echt, dass die nicht so ressourcenintensiv sind. Lager. Also wir haben einen schlichten Wandschrank. Das ist schon mal gut. Eine Kommode, aber die hat, glaube ich, nur 6 Plätze. Mittelgroße Truhe, 16 Gegenstände. Das ist doch schon was. Dafür braucht man 6 Marmortafeln. Ich glaube, 2 haben wir irgendwie schon auf unseren Reisen gefunden. Mehr noch nicht. So, irgendwo noch Platz. Hier auf jeden Fall. Die Knochen würde ich ausnahmsweise mal hier reinlegen. Die nehme ich dafür mit. Diesen Knochenwurzelstab. Die Spitzhacke müssten wir eigentlich noch verbrauchen. Holzstab. Mensch, ich brauche ein größeres Inventar. Knochenwurzel. Hammer, das ist doch da unten Hammer. Dann lasst man die ausnahmsweise auch da. Dünger habe ich doch direkt hier an meinem Fußende vom Bett. Für den Bauernhofgeruch beim Schlafen. Soll ja ganz gut tun, der Lunge. So, was haben wir denn noch? Außer Hunger wahrscheinlich. Da, eine Marmortafel. Panzer habe ich nicht. Seil habe ich da. Holzstab nehmen wir mit. Seil eventuell auch. Könnte wichtig sein. Weizenkorn, ja, braucht man gerade nicht. Schlürfpilz haben wir woanders. Schneebeerensamen scheinen wichtig zu sein. Die nehmen wir mal mit. Wolfskrallen können wir stapeln. Das sieht doch schon viel besser aus. Holz auch zu den Ressourcen. Fleisch zu Fleisch, falls wir das hier noch irgendwo haben. Hier ist zumindest gebratenes Fleisch. Das können wir ja wieder machen. So, Inventarplatz freigeräumt. Dann esse ich nochmal den einen Kürbis. Ja, das schmeckt. Und wie das schmeckt. Sehr gut. Noch ein Inventarplatz frei. Das kommt da rein, obwohl vielleicht mal das Schild, dann ist das auch aufgeräumt. Ein Baguette. Wir haben hier Wolle. Habe ich hier Wolle? Nö. Eier habe ich auch nicht, außer die 2. Die sind aber angewachsen. Ein Schlürfpilz. Ja, denk immer, ich sage das falsch, aber steht tatsächlich dann da. Naja, kann ich auch nicht ändern. Gegrilltes Fleisch, Kurzschwert. Ich dachte, wir hätten schon mehr Marmortafeln. Habe ich mich geirrt? Ne, da ist die 2. Hier haben wir noch jede Menge Fleisch. Ab auf den Grill damit. Oh, mein Spiel backt wieder ein bisschen. War kurz die Bewegung etwas merkwürdig. So. Kann man die Werkbank eigentlich nochmal upgraden? Jetzt direkt haben wir die Ressourcen. Sandklaue und Sandpanzer haben wir definitiv nicht. Marmortafel müssen wir machen. Ich glaube, dafür gibt es eine neue Gerätschaft. Den Steinezerkleinerer. Ja. Marmortafel, Rezept zuweisen. Mach mal einfach mal 25 Stück. Kann nicht schaden. 25. So, dann sammeln wir hier noch das schöne Zeug ein, bevor es verkommt. Die Armbrust von der letzten Episode ist jetzt auch wieder in unserem Inventar. Ist das nicht schön? Ja, bist du ein feines Hühnchen? Ja, da freue ich mich auch immer, wenn man mich streichelt. Lass nur meine Eier nicht fallen. So. Ja, komm hier. Ja, put, 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 put. Ja, wunderbar machst du das. Und schöne Häufchen habt ihr hinterlassen. Schöne Häufchen. Und so viele. Wie macht ihr das? So viel esst ihr doch gar nicht. Naja, ist ja nicht hier meine Aufgabe rauszufinden, wo die Häufchen herkommen. So. Eher mit dem schönen Zeug. Zumindest hier mal ein bisschen aufräumen, bis die Marmorplatten fertig sind. Ist schon Upgrade auf Level 6 verfügbar? Was sagt mein Spiel denn? Da müssen wir mal anschauen, was das braucht.
Was willst du denn für Level? 6 Dorf aufrüsten. Granittafeln und Knochenwurzel. Wow, das kriegt man hin. Dann muss das hier nur fertig werden. Dann müssen wir... Oh, das dauert ein bisschen. Wir können ja theoretisch ein zweites hinsetzen, aber damit warten wir noch kurz. Du, also du wolltest nicht abgegradet werden. Spitzhacke, mach mal auf jeden Fall mal eine neue. Und dann eventuell, weiß ich gar nicht. Gute Armbrust haben wir noch. Pfeile zu machen wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ach, ich mag den Wachturm. Macht sich gut, da würde ich sagen. Kriegen ein richtig schönes Dorf hierhin. Gut. Dann hackt man in der Zwischenzeit noch ein bisschen Bäume klein. Wir können unserer Gefährtin wahrscheinlich auch eine Axt geben, dann geht das schneller. Schauen wir mal, habe ich noch eine gute? Ja, natürlich. So. Ja, hier nimm. Und eine Waldaxt. War das die richtige? Keine Ahnung. Komm, hilf mit. Vielleicht war der Baum einfach zu klein für die. Die ist nur die dicken Stämme gewohnt. Oh, eine Fee. Da gehen wir gleich hin. Na komm. Hilf mit. Ja. Dann geht's doch gleich doppelt so schnell. Wenn sie mithelfen würde. Na gut. Der goldenen Fee nach oder der Regenbogenfee nach, hoffentlich zu einer goldenen Kiste. Na, das weiß man halt nicht so genau im Vorhinein. Im Voraus? Vorhinein sagen, glaube ich, auch viele. Ich finde, im Vorhinein ist eine valide Art, es zu sagen. So, Kürbisse. Wenn sie schon auf dem Weg liegen. Hey, wo ist die hin? Ich höre sie noch. Hat sich da im Busch versteckt gehabt. Hey, da unten hast du uns schon mal hingeführt. Da war es nicht so nett. Da gibt es Schnecken, die einem echt die letzte Hilfe runterziehen. Oh, da ist zumindest eine goldene Kiste gespawnt. Schön, dass die reinspawnen auf die Welt. Yay, eine Fackel. Schubsaftbeere und Seide. Also, wirklich. Bisschen besseres Zeug hätte es auch getan, Spiel. So, die Spitzhacke kommt raus, Seide kommt hier raus, meinetwegen. Und kaputt machen. Nein, da ist so eine Schnecke. Garstige Dinger. Garstig. Hau ab. Hau ab. Ach, haust du ab? Ich treff dich nicht. Dankeschön. Und ein Stück Fleisch, das ich nicht aufnehmen kann. Naja. Kann hier auch das schöne Zeug nicht aufnehmen. Hier sind die Schubsaftbeeren, aber davon haben wir ja auch genug. Also nächstes Mal werde ich die Fee einfach ignorieren. Böse Geräusche. Da ein Hündchen in der Nähe. Hey, nicht einfach die Hühnchen hier zerbeißen. Ich weiß, mein Inventar ist voll. Das habe ich auch schon mitbekommen. Sehr gut. Dann habe ich noch eine Axt. Gut, das andere Zeug geht eben gerade nicht. Na, zumindest das Holz soll doch gehen. Nö. Gut, dann Spitzhacke nach unten. Holz ins Inventar. Und dann wollen wir mal zurückgehen. Ich gehe doch in die richtige Richtung, oder? Zumindest so halbwegs, glaube ich. Schau wieder Hunger. Ich fasse es nicht. Dann fress mal jetzt den ganzen Mais auf. Naja. Ein noch, dann reicht es auch erstmal. Sehr schön. Hier ist ein Lagerfeuer. Mit Banditen. Sehr schön. Komm mal mit, du lahme Tröte. Lahme Kröte. Ist egal. Tröten sind auch lahm. Ein Maiskorn. So, das waren glaube ich alle. Hier liegen nur bis Nähe. Einer ist noch. Na, die haben aber nicht viel ausgehalten. Okay, aber kein Loot hier. Schade eigentlich. Na gut, dann einmal auf die Karte schauen. Wir müssen leicht nach rechts.
Dann machen wir das mal. Nein, in Ruhe. Die Seide kannst du natürlich da lassen. Ich glaube, sind wir echt so weit gelaufen. Da ist so ein fettes Vieh hier in der Region. Hier ist erstmal ein Wolf. Der ist hier gut. Nicht so bissig, Kleiner. So ist brav. So ist brav. Gut. Wenn hier gleich so ein Baumstamm noch rumliegt, machen wir den platt. Und da hinten ist unser Aussichtsturm. Unser Wachturm. War doch gut, den da hin zu platzieren. Wir müssen jetzt irgendwie noch da, wo die Höhle ist, einen draufsetzen. Oder auf den höchsten Punkt hier in der Nähe. Dann finden wir immer zurück. Ohne auf die Karte zu sehen. So, ich glaube, für das Teil da hinten hätte ich gern Dynamit oder eine Armbrust. Irgendwas zumindest. Ja, ist ja gut, Spinny. Die machen sich dann so ins Hemd, dass sie direkt Seide fallen lassen. Das gefällt mir. So. Schön noch auf dem Boden die Kehrwoche einhalten und schön die Äste aufklauben. So. Das muss reichen. Spinne kriegt auch noch auf die Fresse. Die auch. Ja, wer will noch mal? Ah, die. Sagt es doch ein bisschen früher. Für alle Spinnis ist gesorgt hier. Oh, hier ist wieder schöner Mais. Und wieder wunderbare Lichtstimmung. Tut mir leid, falls ich das zu oft sage. Ich glaube, das wird das Thumbnail. Irgendwie so. Ohne die Fackel im Hintergrund. Jetzt bleib mal ein bisschen weg. Ah, ist das herrlich. Ist das herrlich, das Spiel. Was den Artstyle angeht. Ein Tiger. Was ist das? Tabby. Hi, wo ich herkomme, bin ich bekannt als Tigerfrau, aber du darfst mich Tabby nennen. Miau. Wie schön, dich zu treffen. Wenn du zufällig Edelsteine findest, die du nicht brauchst, nehme ich sie gern. Ja, ich auch. Ich könnte ein Nickerchen vertragen. Ich glaube, ich werde mich heute Nacht in deinem Dorf ausruhen. Steht da zwar nicht, aber so habe ich das jetzt fertig gelesen. Ja, fortfahren. Liebe in mein Dorf. Ja. Wir haben eine Miezekatze angeworben. Jetzt brauchen wir noch den Muskelkater und dann können wir eine Katzenzucht aufmachen. So, her mit dem ganzen Zeug. Ich esse nochmal ein, zwei Maiskölbchen. Aber was soll's, einen zweiten obendrauf. Hab ich zumindest einen Inventarplatz wieder. So, die Marmorsachen sollten jetzt aber fertig sein. Ja, damit. Nehmen und jetzt machen wir Granittafeln. Rezept ändern. Wie viel haben wir denn auf der Hand? Ach, mach mal den ganzen Stack. Mach mal doch den ganzen Stack. Wieder einen Inventarplatz dazu gewonnen. Dann können wir jetzt hoffentlich das Dorf wieder upgraden. Ah, genau. Dafür waren die Granittafeln. Für was habe ich denn die Marmortafeln gemacht? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas hat das gebraucht. Nur was? Sprengpulver und Knorrenwurzelstab, 3 Stück. Dadurch können wir Sprengpulver machen. Gut zu wissen. Der Grill hat gegrillt, so wie das sein soll. Können wir noch was anderes gerade reinlegen? Gegrillter Kürbis oder so? Ich glaube nicht. Die Armbrust. Ich wünschte, ich hätte so ein Trashcan hier, Papierkorb, wo ich dann einfach ungeliebte Items reinziehen kann. Kommt vielleicht noch. Das kommt vielleicht noch. Achso. Der Stack ist schon voll. Das ist bedauerlich. Achso. Ich glaube für Lager. Ein schönes Lager werden wir jetzt trinken. Die mittelgroße Truhe werden wir erstmal in Ermangelung besserer Optionen einfach hier platzieren. Und oh, ist das schön. Rein mit den Ressourcen. So, das ist Marmor. Hier ist Marmorzeug. Also, das braucht man ja jetzt zum noch eine Kiste machen. Nochmal ausnahmsweise. Ich weiß, sieht furchtbar aus. Reiß mal später ab.
Aber die lagern wir erstmal da und vielleicht nicht die Ressourcen dort lagern, sondern ich würde sagen, in eine Kiste kommt auf jeden Fall essbares Zeug und in die andere Monster-Loot. Glaubt, das sind so. Ich würde Dinger jetzt auch mal als Loot bezeichnen, genauso wie Seide und Knochen. Dann ist schon mal viel gewonnen. Ressourcen können wir auch später umverpacken. So, Monster-Loot. Erde ist kein Monster-Loot, aber wäre vielleicht auch neben dem Dünger nicht schlecht. Das ist Essen. Die Samen müssen irgendwo anders sein. Die Holzstäbe sind ganz wertvoll. Die Erde bleibt nochmal hier drin. So, Himbeeren. War das alles an Essen? Ich glaube. Außer das Fleisch natürlich, das wir im Inventar haben. So, die Monster-Krallis. So, mal, dass ich nicht verwirrt werde. Mal versuchen, das irgendwie so zu machen. So, dann alles, was essbar ist. Alles, was irgendwie essbar ist. Schneebeere, Dynamit. Ist essbar, aber dann auch nur einmal. So, Schubbeere, Schlürfpilz, scharfe Chili. Kann man die so essen oder ist das nur eine Kochzutat? Ich weiß wieder so viel komische Fragen. Das Dynamit kommt da unten hin. Damit müssen wir auch irgendwas anfangen. Nochmal Himbeeren, Schubsaftbeeren und Schubsaft und Schlürfsaft. Und dann einmal rein in die Kiste. Jö. Auch hier wäre so ein Sortier- oder Quick-Stack-Button gar nicht so unangebracht. Okay, Steak nur bis zu 50. Man kann es ja nochmal probieren. Weiß zwar nicht, was ich erwartet habe, aber probieren wollte ich es trotzdem. Ein Baguette, ein Milch, ein Schwertkampf. Gut, dann noch ein Knochen mehr einzusortieren. Eier auch Monster-Loot, Seide-Monster-Loot, Wolle-Monster-Loot. Zwar süße Monster, aber Monster. Ach, was soll's, Federn auch. Und Seide nochmal. Da würde ich sagen, Schwert kommt kurz rein. Seide hierhin. So, dann erstmal die essbaren Sachen. Ei, Baguette, Milch. Das war, glaube ich, alles. Wolle, Seide, Seide. Seide, Feder, Knochen, war's das jetzt? Sieht gut aus. Dann nochmal hier schauen, passt. Knochen nehme ich mit, Fleisch nehme ich mit, Seide nehme ich mit. Mensch, davon haben wir echt viel. Knochenwurzel kann ich stapeln. Die anderen Sachen, achso, die Panzer sind auch Monster-Loot, das ist klar. Dann kommt hier noch ein bisschen Fleisch rein und meinetwegen das Gebratene auch. Dafür schnapp ich mir die Kürbisse. So, andere Kiste, neues Glück. So, die stapeln wir. Die stapeln wir. Kürbis dahin, bis dahin. Mir ist kalt, da muss ich ja wieder eine Fackel ausrüsten. Aber erstmal hier noch den restlichen Monster-Loot verräumen. Wenn wir dabei sind, das ist dann auch der letzte Monster-Loot. Oh, ja, ich rüste ja schon eine Fackel aus Spiel. Ist ja gut. Wenn mir denn so kalt ist. So, hier Panzer auf Panzer. Ich begrüße sie. Dahin Dünger, Knochen unserer Feinde. Wäre das jetzt The Forest oder so? Oder wie heißt das neue? Sons of the Forest? Nee. Ich habe den Namen vergessen, Mist. Es gab ja The Forest und dann gab es noch Sons of the... irgendwas. Da könnte man wahrscheinlich aus den Knochen der Kannibalen so einiges machen. Hier halt nicht. So, einen Moment. Noch kurz nachdenken, das passt. Boah, die zwei Sachen sollten wir noch loswerden. Ah, sieht soweit so gut aus, würde ich sagen. Dann wollen wir nochmal kurz uns hinpacken. Kriegt man vielleicht das halbe Herz zurück? Nö. Nö, nö, nö. Sieht das Spiel gar nicht ein. Irgendwas grillen? Irgendwas aufrüsten? Nö. Gut, hätten wir das geklärt. Dann Pfeil, Fackel, Ritterschild. Konditionsglücksbringer, das lohnt sich doch auch. Da kriegen wir zwei Herzchen dazu.
Wir brauchen Seidenfaden, Panzer und Marmor. Marmor haben wir genug. Panzer haben wir genug. Und Seidenfäden sollten wir eigentlich auch genug haben. Monster-Loot der Monster. Na gut, machen wir mal Seidenfäden nach aus der Seide. Kann auch nicht schaden. Achso, ein Panzer brauchte ich. Panzer brauchte ich. Weiß leider nicht, wie man hier Stacks splittet. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt mal mit. Seidenfaden am besten am Spinnrad. Sonst denkt das Spiel auch, dass ich spinne. Rezept ändern. Achso, das braucht. Wieso braucht ein. Eben. Hä? Alles entfernen. C gedrückt halt. Wunderbar. Seidenfaden braucht Seide. Das Spiel macht wieder Sinn. Gut, alles rein. Alles rein. So, Granitplatten. Nee, ich wollte nicht mit dir reden. Nehmen. Oh, wir brauchen, glaube ich, noch zwei Granittafeln. Ich weiß nicht, ob wir 20 oder 30 brauchen. Aber das können wir kurz abwarten. Hui. Und hier können wir eigentlich auch nochmal Zeug nachlegen. Wir haben noch 20 Knorrenwurzel. Ach, die braucht man vielleicht fürs Upgrade. Okay, wir haben zwei Platten. Wir machen erstes Upgrade, bevor ich irgendwas anderes hier versau und eine Ressource wegschmeiße, die wir jetzt brauchen. Ja, ein Glück. Knochenwurzel braucht man 20 von 20. Das hatte ich irgendwie noch im Kopf. So. Schön. Level 6. Da freut ihr euch. Wollen wir nochmal feiern? Yeah. Ist jetzt zumindest meine Begleiterin. Na gut, dämliche Tänze, aber dafür muss auch ab und zu mal Zeit sein. So, dann hinten können wir wieder Planken machen. Ich habe das Gefühl, die gehen aus. So. Mal 25 Stück und dann müssen wir die Dorfbewohner demnächst dazu bringen, dass sie die Ressourcen selber ein bisschen hinbekommen. So, die Himbeeren können nicht schaden. Die schmecken ja so lecker. So, und was können wir jetzt Schönes an? Was haben wir Schönes an Blaupausen? Ein Pavillon. Und eine separate Garage. Die passt aber nicht zu dem Holzambiente. Der Pavillon schon eher. Was tun wir denn da rein? Bräuchte eigentlich noch ein großes Gebäude. Ja, das kann man nicht platzieren. Da braucht man Granit für oder Granitplatten. Lass uns mal nachschauen. Nö, einfach nur Granit. Insgesamt 52 und 48 Holz. Also, das könnte man theoretisch noch bauen. Hier schön am Strand wäre das ja was. Beziehungsweise hier schön am Ufer, nennen wir es mal. Ist ja nicht so wirklich Strand vorhanden. Aber das muss man nicht unbedingt jetzt machen. Irgendwie bräuchte man Gebäude oder Lagerfläche, wo wir das ganze andere Zeug, also unsere Produktion, aufstellen. Dafür können wir den Pavillon auch benutzen. Sah das immer so dämlich wie ein Biber aus oder ist mir das noch nie aufgefallen? Na gut. Na gut. Was braucht man denn für die nächste Verbesserung? Marmortafel und Knorrenwurzelstab und Dorfbewertung. Hey, die kriegt man aber auch mindestens in der nächsten Episode hin. Die Ressourcen haben wir ja schon alle. Wir haben eine Blockhütte, die ist zu klein. Wir hätten ein Baumstammhaus. Na, ob die ganze Produktion da reingeht, weiß ich nicht. Wie gesagt, das passt hier einfach nicht. Vielleicht sollte man selbst irgendwie einen Unterschlupf bauen. Nee, das muss ja irgendwie in so ein Baumstammhaus. Obwohl, das sieht halt nach Haus aus und nicht nach Produktion. Ach, die Struggle des einfachen Mannes. Dann, wo macht es denn Sinn? Das braucht nur 23 Holz? Nee. Für den Blueprint. Kosten gesamt 169 Holz. Das ist ja gar nicht so viel. Das macht man auf jeden Fall. Was ist denn hier im Weg? Außer mein Hunger. Ah, konnte man platzieren. Wunderbar. Das müssen wir ja jetzt nicht auf einmal bauen. Ah, zumindest die Grundfläche. Können wir ja machen. Okay. Kann wohl nicht bauen, wenn ich draufstehe. Das macht auch ein bisschen Sinn.
Ach, schöne Geräusche beim Platzieren. Ich mag das. Sehr entspanntes Bauvergnügen hier. Sehr entspannt. So, dann einmal das. Und Stufe 1 von 19 ist abgeschlossen. Das ist doch schön. Ich würde sagen, Stufe 2 machen wir auch noch. Und dann entweder schau mal was anderes kurz. Ne? Bin ich blöd? Ich bin ein bisschen blöd, das gebe ich zu. Aber warum geht das nicht? Na, da war es doch gerade grün. Achso. Nicht genügend Ressourcen. Ja. Ich sag ja, bisschen Blödheit ist auf jeden Fall vorhanden. Dann würde ich sagen, wir wagen uns mal mit der Armbrust an dieses tolle Monster, was wir da gesehen haben. Da braucht man noch Pfeile für und für Pfeile braucht man Federn. Dann können wir den anderen Loot auch wieder hier lassen, bevor das der Dinosaurier oder was das ist uns umbringt. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas. Nee, die Seide habe ich ja verarbeitet. Die Spinnenexkremente. Und unser Inventar kriegen wir im Notfall auch irgendwie zurück. Na gut. Hier mit den Pfeilen. Braucht Holz. Das war ja zu erwarten. Haben ja schöne Birken in der Nähe. Die werden sich dafür perfekt eignen. Ja. Schön draufhauen. Oh je, jetzt wird's aber ernst mit dem Hunger. Ist ja gut. Ja. So, Himbeeren sind schnabuliert. Die Kürbisse helfen natürlich auch. So, und dann würde ich sagen, kommt das Schild mal da rein. Sehr gut, das reicht auf jeden Fall für ein paar schöne, hoffentlich tödliche Pfeile für das Vieh. Oh, das macht sich doch hier schon. Ja, sobald die Blockhütte da gebaut ist, beziehungsweise ist hier ein Blockhaus. So, jetzt Talisman, was brauche ich dafür? Stimmt, Seidenfaden und Panzer. Panzer habe ich wieder weggelegt, weil ich dämlich bin. Habe ich schon mal gesagt, die Episode. Das hat sich so schnell auch nicht geändert und Seidenfaden haben wir in rauen Mengen produziert. So, her mit den Talisman. Wie viel kann ich überhaupt ausrüsten davon? Die Konditionsglücksbringer. Und der ist jetzt wo? Da. Ausrüsten. Ah, der kommt da unten rein. Kann ich den zweimal ausrüsten? Zweimal den gleichen? Mal herstellen. Er braucht ja nicht so viel Ressourcen. Ja. Dreimal den gleichen. Na, das ist super. Wir können vier ausrüsten. Wir haben vier hergestellt. So. Ausrüsten, ausrüsten. Ah, okay, das letzte können wir nicht. Kann ich den nach unten tun? Nö, kann ich nicht mal meinen Begleiter geben. Dann kommt der hier erstmal in die tolle Truhe, wo ich nicht weiß, wohin damit sonst. So, Monster-Loot der Monster. Nicht hier, sondern da. Passt. Und die braucht man ja noch. Was essen wir denn dann? Einfach Milch oder Baguette? Das Brot ist natürlich gut. Aber erstmal die Milch, die ist kostengünstiger. Ja, damit. Irgendwas hat hier geplinkt. Ich weiß aber nicht was. So, Pfeile. Ja, damit. Auch hier würde ich gerne am Anfang wählen können, wie viel Pfeile ich denn machen will. Und nicht jedes Mal draufdrücken, um 8 mehr Pfeile zu bekommen. So. Ich glaube, das waren jetzt 4 mal 8. Das sollten 32 sein. Steht zwar 39 dran, warum auch immer. Bin mir trotzdem relativ sicher, dass 4 mal 8 32 sind. Na, vielleicht ist einer geladen und dann habe ich 5 mal drauf gedrückt. So macht das alles wieder Sinn. Sü.
Wo ist denn das Monsterchen? Das würde ich gerne noch erlegen. Oder zumindest mal schauen, ob wir es erlegen können. Da unten ist es. Kommst du mit? Ja. Okay. Die Spinne überfordert mich ja schon ein bisschen. Hey! Hey, du Rhinoceros! Oh oh. Das Teil hat Leben. Eine Begleiterin wird umgebracht. Hast du Schwachpunkte? Wenn ja, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, zu zeigen. Nein! Was ist das denn für ein Teil? Geh mal weg von meinem Rucksack, bitte. Ja gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sah schon aus wie ein Fiesling, aber dass er so fies ist, naja. Naja. Dann wollen wir unser Inventar noch zurückstibitzen. Und dann verschiebt man das vielleicht auf ein bisschen später. Ich dachte, mit den Talismanen wäre ich gerüstet, aber anscheinend nicht. Vielleicht doch ein Dynamitfass auf das Vieh werfen. Solange es jetzt hier nicht kampiert, ist ja alles gut. So, schnell her mit dem Zeug. Wunderbar. Nichts kaputt gegangen. Außer meine Ehre. Die ist ein bisschen angekratzt. Gut, aber dann würde ich tatsächlich wieder sagen, das reicht für die Episode. Wieder an alle, die beim Stream zuschauen. Das wird hier noch weitergehen. An alle anderen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.